Hallo und willkommen zurück zu Sniperelite. V2. Ja, Version Nummer 2. Spielmodus Killserie. Karte, Gräber, gleicher Text. Graber. Töte so viele Feinde wie möglich. Oh, wir sind mitten in einem. Okay, das könnte doof werden. Okay, du benutzt die Type 99? Ernsthaft? Die japanische Waffe mit nur 5 Schuss pro Magazin. Aber die hat den höchsten Zoom, glaube ich. Und damit spielst du, kein Wunder, dass ich so viel mehr Kills habe als du. Die Waffe macht halt den Unterschied. Eine höhere Mündungsgeschwindigkeit und ein hoher Zoom. Heißt, die Kugel fliegt schnell raus, so irre ich mich. Ja, schon. Also haust du auch richtig rein. Kommt auch schneller beim Ziel an. Und hat, ja, wahrscheinlich hast du mehr Durchschlagskraft. Ach, die Map ist das. Okay, es gibt bestimmt ein Gebäude, in das man reingehen kann. Also hier das nicht. Sieht doch toll aus. Hier sind schöne Barrikaden, aber ich könnte mich in den Eingangsbereich stellen. Raus, so zur Info, falls du mal eine willst. Warte, hier in dem wo? Nehme ich gleich mit. Hier in dem Gebäude. 4 Gegner. Irgendwer besiegt mich. Sind die in einem anderen Gebäude gespawnt oder was? Wo in dem Gebäude? Ach lol, hier an der Wand. Siehst du den vierten? Oh, ah ja, jetzt sehe ich ihn. Okay, im Laufen gekillt, so wie Eine Ahnung. Schau mich ich hier hätte um. Gerne ein Gebäude. Die Scheune ganz am Ende ist, da am anderen Ende ist eigentlich ein ganz gutes Gebäude. Ansonsten, es sollte nicht zu viele Eingänge haben. Mal sehen, in das Haus hier kann man ja auch rein. Also es gibt hier ein paar kleine Häuser, die jetzt eigentlich einen Eingang haben. Also dieses Haus hier hat 2 Eingänge. Aber nur ein Treppenhaus, was ja auch nett ist. Und hier liegt auch noch eine Panzerfaust. Okay, also du bist in dem Gebäude jetzt, oder was? Ich laufe hier rum, Alter, die Map ist riesig. Ja, das muss man der Map schon lassen. Die Muniboxen, stehen die da, wo wir gespawnt sind? Also hier würde sich mehr Zoom wirklich lohnen. Nein, ich habe keine Ahnung, wo die sind, ehrlich gesagt. Ich sehe sie nicht markiert irgendwie. Ja, die sind doch nicht markiert! Ja, aber wenn du nah genug dran bist, siehst du ja Zeichen. Aber ich sehe sie auch nicht rumstehen oder so, visuell. Wahrscheinlich erkenne ich sie einfach nur nicht. Und ich sehe auch keinen einzigen Gegner mehr, bis auf den einen, den ich gekillt habe. Oh, warte, das Haus ist da geht's irgendwo ganz ist irgendwas rot markiert. Oh, ich habe ein paar Sachen ausgefunden, das finde ich gut. Ach, deinem Haus! Ist ja witzig. Also ich habe meinen Standort gerade mit 2 Minen gesichert. So lange bleibe ich hier auf jeden Fall. Und du bist mit dem ganz auf der anderen Seite. Ist das denn sicherer? Ich dachte, das auf deiner Seite hat, glaube ich, 2 Treppenhäuser und 3 Eingänge. Ja, also wenn ich ganz oben bin, dann gibt es nur eine Treppe zu mir hoch. Okay, ganz oben, ja, okay. Nee, ich habe aber insgesamt pro Stockwerk nur eine Treppe, meine ich. Aber, ja, egal. Töten wir einfach mal Gegner, ne? Oh, da ist einer. Ja, du Last Hitter. Die ersten 2 waren meine Treffer. Ist ja auch egal. Ich habe hier einen, auf den kannst du gar nicht schießen, weil der in dieser Kirche steht und sniped. Und, oh, auf den da kannst du von deinem Standort auch nicht schießen. Na gut. Ich sehe schon wieder niemanden. Ah, da kommt. Ja, es ist eine große Fläche. Da ist direkt vor deiner Haustür einer, der ja, ich weiß. Sterben will. Aus der Entfernung hat er jetzt 4 Schuss von mir gebraucht. Wenn du es weißt, dann schieß auch auf ihn. Ja, ich war gerade beschäftigt mit einem anderen Gegner. Ach so, gibt auch andere Gegner. Na gut. Oh, da kommt einer angelaufen. Zu viele Ruinen. Ist klasse, wenn der eine mich flankieren will. Dann. Nein, ach verdammt, jetzt hat er sich so gedreht. Er ist auf deiner Seite, der LKW. Ich kann nicht. Gut, das waren jetzt wieder 2 Sekunden. Blöd herumgucken. Wieso? Das war epische Explosion. Bumm. Irgendwann findest du es nicht mehr so episch. Doch, ich finde das cool. Wo sind denn die? Irgendwo da. Ich kann soweit nicht rausgucken. Ich brauche ein besseres Fenster.
Sag mir, Fall, wenn du irgendwo einen siehst, den du nicht schießen kannst. Okay, sollte eigentlich nicht vorkommen. Wenn ich ihn sehe, kann ich, denke ich mal, auch erschießen. Oh, ah, da ist einer. Sehr Und wenn schön. Ich ihn an sein Bein erschießen. Auf in das Haus. Oh. Hä? Oh, einer ist scheinbar. Ach, dort steht ein Sniper. Geil. Das mit der Munition ist voll aber echt doof. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Ich brauche die nämlich jetzt. Ja, ich weiß nicht, wo die ist. Muss gucken. Egal, hier ist eine Leiche. Oh, das heißt, oh ja, der hat meine Mine gesprengt. Ja. Da rennt übrigens einer der Tür rein. Ja, das wusste ich. Sind das Sniper oder was sind das? Die sind auf jeden Fall hinter der Kirche. Hier sind Kisten, in dem Haus, wo ich gerade bin. Ah, okay, gut. Gibt bestimmt noch Kisten auch auf deiner Seite irgendwo. Sehr zentral sind die nämlich nicht. Empfiehlt sich nicht hier zu bleiben, wirklich nicht. Das, es gibt immer noch einmal Kisten auf der Map. Obwohl an einer Stelle lagen ja zwei Kistenbacken nebeneinander. Ja, das. Und hier, denke ich, haben sie es tatsächlich aufgeteilt. Ja, spawn in meinem Haus, Arschloch. Warum muss der Gegner sich eigentlich immer dann bewegen, wenn er... Was, ist jemand auf deiner Etage gespawnt oder was? Nee, ich bin gerade ins Haus reingelaufen, weil ich ja draußen war. Und dann ist da einer im ersten Stock gespawnt. Ich war ja eigentlich im zweiten. Aber ich bleibe jetzt im ersten, weil ich hier mehr Fenster habe. Hier hat man echt freie Sicht auf die komplette Map, das gefällt mir. Oh, da hat die Kirche wieder einen Sniper. Oh ja, hat sie. Hö. Ich glaube, in deinem Haus läuft auch ein Sniper rum. Hinter meinem Haus kommt gerade ein Panzerwagen. Ah, ach so, das ist das. Aua, das ballert mich ab. Ich muss in Deckung. Kannst du dich drum kümmern oder so? Außer er bleibt stehen und... Gut. Ich hoffe... Das ist sehr schön. Ich kann hier einfach runter... Oh, schau mal, auf deiner Seite sehe ich gerade auch Munitionskisten eingeblendet. Oh. Na, ich sehe sie eingeblendet, indem ich einfach dorthin gucke. Aber wo? Schau einfach mal überall hin, du müsstest sie ja sehen. Jetzt ja, ich habe mich gerade rumgedreht, ich habe nichts gesehen. Ja, dann kann ich dir nicht helfen, tut mir leid. Oh, das sind aber viele, das gefällt mir nicht. Jupp, das nennt man Granaten-Triple-Kill. Ach, das ist da hinten gerade explodiert. Ja, aber wow, ist hier... Wieso sind so viele Gegner auf meiner Seite? Weiß ich nicht. Spawnen gerade heute alle auf. Ich weiß nur, dass einer ins Haus geht. Ah, gut zu wissen. Yep, der ist gerade in die Luft gegangen. Ich glaube, in mein Haus ist noch keiner reingegangen, oder? Meine Mine liegt noch da. Keine Ahnung. Noch ein in der Bewegung geschnipt. Aber ich hoffe, dass du. Da läuft ja ein Panzerfaust-Typ rum. Okay, ja, ich bin aus den Augen verloren. Sind wir in den Ruinen lang gelaufen? Egal. Gott, sind das viele Leichen zum Looten. Okay, einer ist in der Ruine, wo ich die Munition immer herhole. Oh, und da sind neue gespawnt. Das klang schön. Ich mag das immer, wenn das so dumm klingt. Und dann hört man danach die Gehirnmasse raus. Wait, what? ETF. Oh mein Gott,
Irgendwas stimmt mit meiner Treffsicherheit nicht. Ich habe den gerade zweimal verfehlt. Cool, die sehe ich beide nicht. Der Panzer, den... Achso, okay, also den einen da mit der Panzerfaust habe ich getötet. Ah, die da hinten kann ich aber sehen. Der stieg da gerade über die Mauer läuft. Frisch gespawnt sozusagen. Das ist der letzte. Ich hole Munition und... Ich muss mal ausweichen. Oh, okay. Die Explosion war doch nicht schmerzhaft. Da war es für mich schmerzhaft. Hast du die Killer-Animation gesehen? Meine Kugel fliegt ja, hin und seine Dinge fliegt zurück. Meine Kugel fliegt schneller. Es sind die Leichen nicht mehr da, verdammt. Ich wollte die gerade looten. Anscheinend despawnen die. Das ist aber schlecht. Ich habe nur noch zwei Granaten. Was will ich denn damit? Ich möchte mein Haus sichern. Muss nicht. Möchte mich nicht. Oh, hier liegt ja eine neue Leiche. Na toll. Volle Munition. Sind irgendwie alle auf deiner Seite gerade, habe ich den Eindruck. Das könnte sein. Irgendwas ballert auf dich. Das ist ein bisschen schlecht. Mein Zielfernrohr ist einfach nicht gut genug. Ja, dann mit E weißt du ja, was lang geht. Es geht schon, aber trotzdem nervig. Ich glaube, bei dir ist jemand im ersten Stock. Ah, oh, in der Kirche oben ist einer. Warum sollte jemand in meinem ersten Stock sein? Weil die dahin wollen. Alles klar. Da kommt ein Auto und ein Panzerwagen. Ja, das war von meiner Seite nicht wirklich sichtbar. Vor allem, der hat sich zu mir umgedreht, der will auf mich schießen. Schon witzig. Kannst du aber das Auto da zerstören? Das kann ich nämlich wiederum nicht. Nein! Ich hasse es, wenn die Gegner mich anschießen und meine Sicht sowas so massiv verdrehen dadurch. Ja, ich hab den Typen, den du meinst, der auf dich geschossen hat, den habe ich aber danach angeknallt. Und jetzt ist er tot. Oh, ach du Scheiße, da kommen ja noch mehr. Aus der ganz entfernten Ecke des... Na, wie auch immer die Ecke heißt. Oh. Oh, da bemannt einer das Geschütz. Ja, ganz brav. Okay, ich sehe niemanden mehr. Sind alle irgendwo in deiner Ecke. Da, wo du so gerade hinballerst, da habe ich ein fettes Landhaus im Weg. Da kann ich nicht hinschießen. Aber dann kann ich jetzt mal... Okay, meine Landmine ist verschwunden. Immer neu hinsetzen. Da ist keine Leiche, dann ist da vorhin jemand. Natürlich ist da eine Leiche. Achso, ja, dann umso besser. Ich habe es aber erst gemerkt, dass ein Lebendiger neben mir stand. Brauchst du Hilfe? Ich bewege mich ganz langsam auf dich zu. Der ist hinter einem Gebüsch. Ich sehe nur ein rotes Dings. Okay, er ist tot. Hier sind Leichen. Das freut mich. Wo hab ich... Ach so, ich hab die Muni aus der Leiche genommen. Aber ist ja gut. Ja, die droppen 20, wenn du Glück hast und nicht voll bist. Ein Dynamit, wow, Glückwunsch, ich habe ein Dynamit. Ich lege jetzt ein Dynamit hier hin, das bringt vielleicht trotzdem irgendwann irgendwas. Ich kann die anderen zwei nicht sehen. Der eine müsste... Den im Haus könntest du bestimmt gleich töten und den anderen müsstest du eigentlich auch töten. Ah, der läuft immer! Egal, dann schau ich jetzt raus. Der schaut nicht mehr aus dem Fenster, aus dem er vorhin geguckt hat. Scheiße, ich krieg keinen Loot von denen. Steht die ganze Zeit nur volle Munition, volle Munition. Aber dass die mir eine Mine geben würden, nö, wollen sie nicht. Das muss ich mir jetzt extra anschauen, na gut. Ja, der war skillig, ja. Sah auch absolut wie Skill aus, ja. Gut. Ja fein, klar, okay. Natürlich. Was soll es denn sonst sein? Nur Menschen. Ja, nur Menschen. Gummibär. Springen wieder welche da hinten über die Treppen. Wo kommen sie? Wo spawnen sie? Bei mir spawnt keiner. Ja, da hinten, hinter der fucking Kirche. Wahnsinn, der hat drei Schuss überlebt. Hat der eine krasse Rüstung an. Ah ja, hier springt auch einer rüber. Ah. Das freut mich.
Warum schießt er eigentlich vor mir? Ja, genau der. Der war Wahnsinn. Ich brauche gerade echt 3 Schuss pro Mensch. Oh, einer ist bei dir im Erdgeschoss. Einer ist bei dir im Erdgeschoss. Ich kann auch nicht mehr auf ihn schießen. Er ist an der Tür vorbei. Also von den 3 Sniper-Plätzen, die ich überschauen kann, war nur an einer Stelle einer. Oh, und einer ist in meinem Haus. Ich habe nur noch 2 Schuss, ist aber nicht gut. Hier oben ist noch die Panzerfaust. Notfall. Ah, schau, ja, mit knapper Munition sehe ich auch wieder, dass da hinten bei dir Munition irgendwo zu holen ist. Es wird sofort eingeblendet, wenn ich die Waffe auswähle, die keine Munition mehr hat. Der hat mich jetzt aber erschreckt. Das Spiel hilft dir quasi, Munition zu finden. Plus 20 Munition, oh, klasse. Nein, die Leiche WTF ist despawned, als ich sie gerade anklicken wollte. Hä? Wie weit geht das denn runter? Oh lol, okay. Ich bin Munition holen. Ist natürlich auch geil, wenn der Gegner sich dann nicht mehr bewegt. Aber gut, dass man mit dem Ding auch aus der Entfernung schießen kann. Wo sind die denn? Bei mir gibt's niemanden mehr. Dann überlasse ich dir den Rest. Joa. Überall so explosive Dinger. Propangasflaschen und so Zeug. Könnte man auch mal nutzen. Wow, der verzieht echt stark auf dieser Entfernung. Den da kann ich nur die Waffe sehen, aber ich kann nicht auf ihn schießen. Oh, okay, jetzt bewegt er sich. Tot ist er. 7 noch, wo sollen die bitte sein? Spawnen die jetzt erst noch? Ah, das kann ich vergessen, so. Ich sehe keinen. Oh. Ist wieder wer explodiert. Das heißt, ich habe wieder 20 Muni in meiner Waffe. Oh, da sind 2 neue gespawnt. Sehr schön. Ich kann sie jetzt nicht mehr markieren. Ich habe sie leider nicht töten können. Einer ist auf meine Seite gerannt, der andere nicht. Der in der Kirche muss auf deiner Seite snipen. Der ist nicht von meinem Sniper-Place sichtbar. Was zur Hölle explodiert hier? Schießt du wieder meinen Raketenwerfer? Der Panzerfaust, glaube ich. Dann schau mal den in der Kirche an. Vielleicht ist es der. Ich habe 2 auf der Straße getötet, die hatten keine Panzerfaust. Und dann gibt es noch den im Haus bei dir, den kann ich auch nicht anvisieren. Aber der in der Kirche war es wohl, ja. So, wieder Muni holen. Unfähig. Ja gut, okay. Ich finde es aber gut, also das, was die Map so breit gestreut ist, und ich und wir viele ja gar nicht anvisieren können, weil die an der Ecke des anderen spawnen, hast du gleich viel mehr Kills. Weil ich dir da hinten nicht aushelfen kann, ohne hier durch die halbe Map zu laufen. Oh, was? Da spawnen welche? Oh, das war ein Double Kill? Lol, das ist überhaupt funktioniert. Ja, okay. Oh, da spawnt auch einer in meinem ersten Stock, danke. Irritiert mich jedes Mal aufs Neue. 2 Leute sind bei dir jetzt Tür reingelaufen. Ich höre jemanden die Treppen hochgehen. Ich muss mich erstmal darum kümmern. Aua. Ah ja, ich habe wieder einen Sniper da oben drinne. Ich snipe dir mal dein Ohr weg. Ernsthaft? Dann snipe ich dir halt den Hals weg. Gib mir mal was anderes als Munition. Oh, Dynamit. Toll.
Das wollte ich aber auch nicht. Mein Dynamit liegt immer noch auf der Straße von vorhin, gell? Interessant. Ob wir das jemals gescheit nutzen können? Oh mein Gott, jetzt bewegt er sich weiter. Ich habe mir keine Zeit, ihn anzuvisieren. Wow. Also in meiner Ecke sind irgendwie keine Gegner mehr. Schon seit geraumer Zeit. Oh, bei dir sind zwei gerade reingelaufen. Einen habe ich markieren können. Boah. Oh, beide sogar. Ich kann aber nicht mehr ich kann nicht mehr drauf schießen. Jetzt gehen sie gerade ins erste Stockwerk. Oh, jetzt kann ich drauf schießen. Mann, ist das weit weg. Okay, einer ist tot. Den anderen erwische ich nicht mehr. Der geht jetzt gerade Richtung Treppe in den zweiten Stock. Hä? Ja, und wo ist meine Mine? Schön, dass da gleich noch ein zweiter hinterherkommt. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe insgesamt nur zwei reingehen sehen. Aber du hast auf der Rückseite, glaube ich, auch einen Eingang im Erdgeschoss. Den kann ich natürlich nicht abdecken. Da kann ich jetzt nicht rüber gucken. Wie die von da draußen versuchen, auf mich zu schießen. Hi. Das auf die da draußen reinschießt. Oh, leicht doch suchen. Toll. Krieg ich gleich ein Begrüßungskomitee vor deiner Haustür. Gefällt mir voll nicht. Ich gehe jetzt wieder in meine Richtung. Oh, Panzerfausttyp hinter deinem Vorgarten. Oh, ups, den habe ich wohl mitgesprengt. Oh shit, ey. Ich hoffe, ich schaff's, nicht drauf zu gehen. Oh. Stirb, du Hund! Kann ich wenigstens mal looten. Müsste nicht noch ein Fahrzeug kommen, die Runde? Ich dachte, das hätte ich so gelesen. Weiß ich nicht. Soll ich da hinmarschieren oder kannst du den töten? Oh, interessant. Also das Fahrzeug kann ich nicht sprengen, weil auf meiner Seite ist da nichts. Huch, ach so. Das Fahrzeug. Du hast, also ich habe gerade das Dynamit auf der Straße gesprengt, nur so. Ich hab's nicht gesehen, ich weiß nicht, wo das lag. Na, es lag halt da. Aber gut, dass das Fahrzeug von meiner Seite kam und du mich erst informierst, als er schon geparkt hat. Und ich war gerade dabei, auf deiner Seite noch jemanden zu töten, weißt du. Ich dachte, du siehst, dass da lang gefahren. Nein, ich habe ja Richtung da, wo du bist, geguckt, weil da Leute waren, die mich umbringen wollten. Und ich habe einen vor deiner Haustür gerade noch umgebracht. Und dann sagst du was von wegen, du kannst den LKW nicht anvisieren. Und ich denke mir nur so, welcher LKW? Naja, ist auch egal. Dynamit ist doch nützlich. Dass es aus der Entfernung überhaupt noch ausreichend war, damit das Ding mit in die Luft gejagt wird, hat mich auch gewundert. Oh, ich habe Besuch im Haus, ist aber ungut. Ach Mist. Okay, kann ich den Sniper damit snipen? Kann ich. Oh mein Gott. Oh, Geschütz. Gefällt mir aber gar nicht. Anders jetzt seine Eier? Ist da irgendwie sowas? Wäre die Kugel da eingeschlagen? Okay, das bringt nichts. Den ich gerade markiert habe, kann ich nicht wirklich anvisieren, weil da so viel Gemüse vor dem ist. Gemüse.
Gemüse. Da ist verdammt nochmal ein Riesenbusch. Wundert mich, dass ich ihn markieren konnte, ohne ihn zu sehen, aber naja. Ich glaube, das ist auf deiner Seite, oder? Bin mir nicht sicher. Oh ja. Oh, das geht auch ohne E. Werde das erwartet. Und was, Sachen sprengen? Ich glaube, dass ich den treffe, diesen winzigen Scheißpunkt. Ja, das geht auch ohne E. Ist halt nur... Ja, aber dass ich ihn gleich treffe, wundert mich ja trotzdem. Irgendjemand räumt diese Fahrzeuge die ganze Zeit wieder auf, die... Oh, das spawnen gerade. Ach scheiße, die werden nicht aufgeräumt, die zersprengen sich komplett. Da ist nichts mehr übrig danach. Ich kann jetzt nur noch Leute markieren, weil ich keine Munition mehr habe. Ich gehe dann mal da runter. Es wird jetzt Nahkampf. Wünsch mir Glück. Ah, oh, hier ist ein Geschütz. Kann ich das benutzen? Kann ich das drehen? Scheiße, es dreht nicht so weit. Ist aber schlecht. Stirb du, du Hund! Wie kann jemand mit dieser Waffe überhaupt jemanden töten? Ja was? Stirb doch! Stirb! Willst du mich verarschen? Was machst du denn? Wenn ich auf den ballere, dann ist quasi der halbe Bildschirm innerhalb dieses Kreises, wo die Kugel landen kann. Das ist doch ein Witz. Du musst bei den Waffen immer so kurze Schüsse machen und nicht gedrückt halten. Na, Fakt ist, du solltest jetzt mal herlaufen. Ach echt? Alles klar. Die Pistole ist präziser aus der Entfernung. Die MP44 ist ein Witz. Ich hoffe, du kannst schnell laufen. Mit Shift geht's voll schneller. Oh, scheiße, was kommt denn da angelaufen? Oh, ist das gerade dunkel hier. Okay, danke. Ich brauche immer noch Munition. Dann hol's dir! Bin dabei. Ah, jetzt geht's mir besser. Lass mich bitte mal kurz. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen Leichen looten. Der allerletzte ist mehr oder weniger bei dir. Ich meine, ich kann den zwar auch erschießen von hier, aber ich finde, das ist ziemlich... Oh, okay. Hat doch geklappt. Das ist ziemlich was. Ziemlich weit weg und ich kann nicht mehr näher ranzoomen und ist dort zoomen immer noch sehr weit weg. Das ist ein Problem, das man mit dieser Waffe eben hat. Dann zoomst du zu schlecht. Nein, meine Waffe hat einfach nur zwei Zoomstufen. Und die zweite ist nicht wahnsinnig gut. Also insgesamt vielleicht drei verschiedene Stufen. Ich habe halt fünf Leute gelootet, die hier rumlagen. Und was kriege ich? Nichts! Nichts! Steht nur die ganze Zeit volle Munition. Ja, du kriegst Muni. Die haben halt nur Muni bei sich. Ja, aber... Oh, hi, da ist schon wieder einer mit Pistole in meinem Stockwerk. Krieg ich von dir vielleicht eine Mine? Nö. Das ist echt doof. Schade. Finde ich echt schade. Bei mir spawnt irgendwie nicht sehr viel. Ich habe nur drei Leute gekillt gerade. Da kommt ein vierter. Und ich habe das Gefühl, bei mir sind fast nur Sniper. Da war nur ein Soldat dabei und drei Sniper. Das heißt, bei dir sind die ganzen normalen Menschen. Die laufen wahrscheinlich gerade alle in dein Haus. Und oh mein Gott, du Armer. Was lebst du? Oh.
Es hat Bumm gemacht bei dir, aber ich habe keinen reingegangen. Kill. Muss irgendwo auf der anderen Seite reingegangen sein. Soll ich zu dir rüberlaufen? Brauchst du Unterstützung? Was für Unterstützung? Ich geh direkt alle killen. Oh, da kommt ein Fahrzeug. Wo bleibt der denn stehen? Hä? Ich markiere die mal, aber ich weiß nicht, ob dir das noch was bringt. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich habe viele Fenster in meinem Haus. Das freut mich. Zwei kommen bei dir gerade rauf. Und den im Erdgeschoss konnte ich leider nicht mehr aufhalten, der ist aber fast tot. Der kriecht jetzt langsam ins erste Stockwerk. So, jetzt... Oh, da ist ja auch ein Auto, WTF. Wo? Oh. Bei mir. Ich habe die ganze Zeit zu dir geguckt. Das habe ich dir natürlich zu spät. Ja, da sind drei Leute ausgestiegen. Wir werden angegriffen, sagt er. Ja, was macht ihr eigentlich mit mir hier? Naja, sie schießen auf dich. Ja, dann greifen die doch mich an und nicht andersrum. Du bist aber der Gegner. Stolpermine, geil. Ich glaube, jetzt kommt der Endcounter. Hilfe! Panzerfäuste ballern auf mich! Ich hab hier auch noch eine für den Notfall. Nein! Was? Ich kann ihn damit treffen? Da kommt ein Panzer. Ist aber ungemütlich. Ich hab den echt damit getroffen, lol. Ja, dann musst du zu mir kommen. Ja, ich laufe ja schon. Pausenlos. Ich muss außen rum. Ich kann nicht auf der Straße lang laufen. Lauf auf. Ja, lauf auf der Seite um die Kirche rum. Da ist eigentlich am sichersten. Ich hoffe, du bist nicht im zweiten Stock. Bist du? Natürlich bin ich ganz oben. Ich bin immer nur im ersten Stock gewesen. Geh die Vordertür rein. Da direkt die Treppe hoch und direkt die nächste Treppe hoch. Ich glaube nicht, dass das die Vordertür war, die ich meine, die du da gerade reingelaufen bist. Jetzt bin ich da. Das war die nächste Tür und die nächste Treppe. Schade, allerletzte Welle. Musstest du nochmal durch eine Zwischentür in dem Raum? Also da ist halt keine Tür drin, aber halt so eine... Nein, ich bin durch die Tür. Dann bin ich, ohne nochmal durch irgendeine andere Tür zu gehen, die Treppe hoch. Okay. Ich glaube, du hast drei Treppen, also zwei im Erdgeschoss und eine im ersten Stock. Aber es ist doch vollkommen egal, wie ich in den ersten Stock gehe. Naja, gut, dann schaffen wir das nächste Mal. Werd nicht vergessen, ciao. Tschüss.